Ja, Majorano, es wäre fast der erste Sieg nach 4 Jahren gegen Wettersbach geworden. Leider hat es nicht gereicht. Ja. Was geht Ihnen vor? Was geht mir vor? Etwas Enttäuschung jetzt nach dem Spiel, so direkt danach. Die Jungs hätten es verdient gehabt, sage ich jetzt mal so kurz nach dem Spiel, das Spiel auch zu gewinnen. Wir waren in der ersten Halbzeit, finde ich, die etwas bessere Mannschaft, haben das sehr gut gemacht, auch verdient in Führung gegangen und haben dann eigentlich zum allerbesten Zeitpunkt das 2-0 gemacht und etwas unglücklich dann den Anschlusstreffer bekommen und dann auch den Ausgleich leider Gottes und so. Insofern stinkt uns das ein bisschen, wir sind entsprechend enttäuscht, aber doch positiv gestimmt ob der Leistung, die wir hier über 90 Minuten geboten haben. Insgesamt für ein Spitzenspiel haben sich die beiden Mannschaften irgendwie ein bisschen schwer getan, hatte ich den Eindruck. Phasenweise ja, natürlich ist da auch immer so ein bisschen, keiner will das so ein Spiel verlieren, logisch. Man hat zumindest Wettersbach, finde ich, auch angemerkt in der ersten Halbzeit, dass doch Spannung da war, obwohl sie eigentlich einen komfortablen Vorsprung haben in der Tabelle als Tabellenführer. Letztendlich auch die Rahmenbedingungen, die äußeren Bedingungen, jetzt Platz und so weiter, haben jetzt vielleicht auch das eine oder andere verhindert, soll aber keine Entschuldigung sein. Ansonsten, ich finde, das war trotzdem eine mutig geführte Partie von beiden Mannschaften. Und am Ende steht es halt dann 2-2 unentschieden, was letztendlich auch gerecht ist. Mit dem Saisonverlauf zufrieden bisher? Ich denke mal, als Zweitplatzierter sind wenig Wünsche mehr, da? Ich, ja. Wir sind wahrscheinlich nicht mehr, so wie ich die Ergebnisse jetzt schon mitbekommen habe, nicht mehr Zweitplatzierter. Aber insgesamt, wenn ich jetzt einen Strich unter 9 Spiele mache, bin ich schon zufrieden. Müssen wir auch zufrieden sein, alle miteinander, die ganze Mannschaft oder Verein. Wir kommen aus einer ganz anderen Richtung. Viele wollen uns schon in die Landesliga jetzt projizieren und hochhieven. Wir kommen von einem 7. Platz letztes Jahr und sind dabei, uns zu konsolidieren und in der Klasse oben mitzuspielen. Ja, das wollen wir natürlich. Wir wollen auch überall hinfahren und unsere Spiele gewinnen, ganz klar. Aber wir bleiben schön mit den Füßen auf dem Boden und sind entsprechend zufrieden. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir aufhören. Also wir wollen diese Zufriedenheit natürlich ausbauen, ausweiten und weiter bis zum Winter möglichst viele Punkte sammeln. Vielleicht ein paar Worte zum nächsten Gegner bzw. zum nächsten Spiel gegen Weingarten. Ja. Was gibt's zu sagen? Ich kenne Weingarten jetzt, ich bin ja selber neu in der Klasse. Ich kenne Weingarten jetzt nicht so. Die haben sich auch sehr verändert in der Mannschaft. Viele Neuzugänge, viele qualitative, gute Neuzugänge spielen auch eine gute Runde, haben wir heute, glaube ich, auch gewonnen. Und wird natürlich eine sehr schwere Aufgabe. Hat sich Berghausen in der Vergangenheit auch schon schwer getan. Und da hängen die Trauben, wie man so schön sagt, ähnlich hoch wie heute gegen Wettersbach. Und da werden wir einiges aufwenden und aufbringen müssen, um da auch erfolgreich zu sein. Herr Majorano, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.